Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Dort findet ihr weitere News und regelmäßig auch Comic-Reviews in Tweetlänge. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen bei einer besonderen Kinosendung mit dem Nerd. Heute ist Donnerstag, der 26.07. und hier sind die Nachrichten. Ich war im Kino. Schon letzte Mal, dass ich im Kino war, ist schon ein bisschen was her, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hatte Zeit und auch so ein bisschen Geldgründe. Wir sind einfach auch nicht mehr dazu gekommen und ich glaube, wenn ihr jetzt im Frühjahr unsere, war das im Frühjahr? März, Mai, April, irgendwie sowas. Ja, unsere große Diskussion zum Thema SuperheldInnen-Film Müdigkeit gehört habt, dann werdet ihr auch wissen, warum ich jetzt auch Infinity War immer noch nicht gesehen habe. Naja, ist halt so, wie es ist. Hat mich auch nichts mehr hingezogen. Und heute Morgen ist Kati, die ihr wahrscheinlich aus der Nerd-Nerd-Nerd-Hauptsendung herkennt, auf ihre nächste Dienstreise gefahren und sagte so im halben Scherz, sagte sie, ja, wenn du dich beschäftigen willst, geh doch ins Kino. Habe ich gesagt, weißt du was, ich gucke jetzt wirklich mal nach einem Kinoprogramm, nach einem Kinoticket, was gerade läuft. Habe irgendwie das Kinoprogramm von Leipzig aufgemacht. Und dann ist mir aufgefallen, ja, Ant-Man and the Wasp läuft ja heute Morgen an. Oder läuft heute an. Und habe dann irgendwie mir die Vorstellung um 11 geklickt, habe 5,50 Euro bezahlt, 2D-Vorstellung, Easy Escape. Das Einfachste, was man irgendwie machen kann, und bin dann tatsächlich heute spontan in Ant-Man and the Wasp gegangen. Alleine, also für mich, ne, waren auch andere Leute im Kino, nicht allzu viele, was vermutlich auch so ein bisschen an der Uhrzeit liegen mag. Morgens, vormittags um 11 gehen halt nicht so viele Leute ins Kino. Kann ich empfehlen, wenn ihr Zeit habt, geht vormittags ins Kino. Super. Ja, Ant-Man and the Wasp. Ich habe den ersten Ant-Man-Film sehr gemocht. Den haben wir ja damals, als der gelaufen ist, auch direkt hier bei Nerd, Nerd, Nerd besprochen. Ich verspreche immer, Sachen zu verlinken, tue es dann aber nicht. Sucht euch die selber raus, die Folge. Ich finde die Besprechung von Ant-Man mit unter anderem eine unserer besseren Folgen. Also ruhig da nochmal reinhören. Ist irgendwo in den 30er-Episoden, glaube ich, irgendwo. Nun ja. Ja, ich will gar nicht so eine ganz lange Review machen, vielleicht so ein paar Minuten, so eine kurze Review machen, um einfach mal so einen kleinen Abriss zu machen, was mir an dem Film gut gefallen hat, was mir an dem Film weniger gut gefallen hat. Weniger gut gefallen hat mir so die erste halbe Stunde des Films, möchte ich sagen. Da ist mir das ganze, der ganze Aufbau des Films unfassbar auf die Nerven gegangen. Also da habe ich wirklich da gesessen, mich sehr darüber geärgert, wie der Film ja so ein bisschen seine Handlung vorangetrieben hat, nämlich ausschließlich mit MacGuffins. Ja, um die Story voranzutreiben, brauchen wir jetzt noch dieses Ding. Um dieses Ding zu bekommen, brauchen wir aber noch ein anderes Ding. Und dann brauchen wir dazu noch ein anderes Ding. Und so hatte man dann innerhalb der ersten halben Stunde, ich glaube, 3 oder 4 MacGuffins, die dann hinterhergerannt sind. Also sei es irgendwie ein Bauteil für irgendeine Maschine oder das Labor, was dann geschrumpft worden ist gleich, und dann noch irgendwelche anderen Items, die dann über andere Items kriegen mussten und so weiter und so fort. Und so war auch so ein bisschen die Handlung. Also die war sehr, Handlung des Filmes versuche ich gleich mal so ein bisschen zu beschreiben, war exakt so aufgebaut über die komplette Laufzeit. Es war sehr sprunghaft im Sinne von, man ist immer zum nächsten Handlungsort gesprungen, um dann da wieder irgendwas zu machen, was aber im Grunde genommen auch unabhängig von dem war, was vorher passiert ist. Ich gebe auch eine Spoilerwarnung raus. Der Film ist irgendwie jetzt offiziell seit heute im deutschen Kino. Gestern gab es, glaube ich, so die ersten Previews. Dementsprechend gebe ich eine Spoilerwarnung raus, wenn ihr den Film jetzt noch nicht gesehen haben solltet.
ist hier eure letzte finale Spoilerwarnung. Bio, bio, bio. Also hier nicht weiterhören. Also doch, wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann natürlich weiterhören. Was erzähle ich denn? Es ist unfassbar warm. Okay. Die Story ist im Grunde genommen eine relativ direkte Fortsetzung A des ersten Teils, aber eben auch B von Civil War, wo wir Scott Langs letzte Mal gesehen haben. Der ist inzwischen unter Hausarrest, hat so eine Fußfessel, dass er eben nicht sein Haus verlassen darf, und immer wenn er das versehentlich tut, weil er, keine Ahnung, nur den Fuß vom Grundstück streckt, rennen ihm die Leute vom FBI irgendwie die Butze ein. Und durch einen blöden Zufall kriegt er dann plötzlich ein Signal mit. Er war ja im ersten Teil, am Ende des ersten Teils, schon mal in Microverse oder in der Quantenzone, keine Ahnung, Quantenrealm, und hat da schon mal Signale empfangen oder kurz Kontakt aufgenommen zu Janet Van Dyne, der originalen Wasp. Und das passiert ihm jetzt eben wieder. Und dadurch gerät er dann tatsächlich wieder an Hank Pym und an Hope Van Dyne, gespielt von, also Scott Lang gespielt von Paul Rudd. Toll. Paul Rudd in diesem Film, toll. Michael Douglas spielt den alten Hank Pym und Evangeline Lilly spielt Hope Van Dyne. Und ab dem Zeitpunkt geht eben diese MacGuffin-Jagd eben los. Also müssen sie erst eben ein Bauteil für die Maschine holen, wo ich denke, wieso habt ihr dieses Bauteil nicht schon vorher besorgt? Warum ist das zufällig jetzt auch noch an diesem Tag? Dann, warum habt ihr, warum schrumpft ihr euer Labor klein, packt es hinten ins Auto und verwahrt es nicht sicher, wenn da die Maschine drin ist, die es euch ermöglicht, eben ins dieses Quantenzonen-Dings hier reinzugehen, in die Microverse-Zone. So, was soll das? Warum sind die nicht sicherer mit ihren Dingern umgegangen? So, und um dann in der Handlung weiterzukommen, brauchen sie noch Scotts alten Ant-Man-Anzug, der jetzt plötzlich doch noch verfügbar ist. Und das Ganze ist also unfassbar ermüdend. Es springt und springt und springt und springt, und es passiert währenddessen nicht wirklich was, außer dass dabei so ein paar Witze erzählt werden. Also die machen das Ganze dann tatsächlich ein bisschen erträglicher. Auch wenn die Witze, die da erzählt werden, jetzt nicht besonders neu und interessant sind. Eine Figur, die mich ein bisschen mehr gestört hat als beim letzten Mal innerhalb des Films, ist die Figur Louis, gespielt von Michael Peña. Den fand ich im ersten Teil schon relativ anstrengend. Und ich fand ihn auch hier jetzt meistens nicht unbedingt witzig. Also war so ein bisschen so ein... Ich weiß, dass er so ein bisschen für die Comedy sorgt, das ist mir schon klar. Wen ich hier wirklich witzig fand, war Dutch Melvin, oh Gott, der hat einen unfassbar schwierigen Namen, der den russischen Kumpel da spielt. Der hatte, also den ersten Auftritt hatte er ja damals in The Dark Knight als dieser Quasi-Joker. Und der hat sich seitdem ja ziemlich profiliert und hat die Rolle ja auch schon im ersten Teil gespielt. Der ist halt richtig witzig. Also den habe ich richtig gefeiert in diesem Film. Vom Timing her, von der Darstellung. Der russische Akzent ist natürlich ein bisschen gekünstelt, auch in der deutschen Synchro. Ich habe ihn dann doch auf Deutsch gesehen, obwohl es am Kino anders, also im Programm anders ausgeschlagen war. Also eigentlich hätte das eine OV-Ausstrahlung sein sollen oder Vorführung sein sollen. Die war es jetzt nicht. Na, schade eigentlich. Aber in der deutschen Synchro war das schon ein bisschen gestellt und anstrengend. Nicht so schlimm wie in Civil War. wie da Black Widow. Nicht Black Widow, Scarlet Witch und Quicksilver dann synchronisiert worden sind. Also das war wirklich unerträglich. So schlimm war es nicht, aber es ging in eine ähnliche Richtung, war im ersten Teil ja auch schon so. Nun ja, das Malchin heißt der, glaube ich. Ist jetzt so ein ganz kompliziert geschriebenen Namen. Gibt ein großartiges Interview bei Fatman on Batman mit ihm von Kevin Smith. Da definitiv mal reinhören oder reingucken. Nun ja, den fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und alles andere war so, da waren so Figuren in dem Film, wie auch dieser, oh Gott, jetzt habe ich den Namen von dem Typen vergessen, von diesem Gangster-Typen, der immer wieder hinterhergerannt ist. Das war eine Figur, die habe ich für den Film nicht gebraucht. Also das war nochmal so ein zweiter Willen für den Film, den ich unfassbar anstrengend fand. Immer wenn er wiederkam, hat man so gemerkt, okay, der hat eigentlich nicht wirklich eine Funktion in dieser Story. Was tut er da? Also das ist so ein bisschen so ein, fand ich auf jeden Fall sehr anstrengend. Ich komme auch gleich noch dazu, was ich sehr gut fand. Und ich habe mal gehört, irgendwann in der Argumentation im Deutschunterricht lernt man,
dass man, wenn man die starken Punkte, für die man wirklich plädiert, rausarbeiten möchte, dann nimmt man die als letztes. Und wenn ich jetzt schon mit den schlechten anfange, dann werdet ihr wahrscheinlich daraus lesen können, dass ich die guten Sachen nach vorne stellen möchte. Und das werde ich auch gleich tun. Und also viele Figuren in dem Film, die so nebenher gelaufen sind, die hätte man einfach so in dem Maße nicht gebraucht. Auch wenn sie natürlich dann für die Comedy-Szenen wieder sehr sinnvoll gewesen sind. Also die Untergebenen von dem Gangster, der Usman, oh Gott, ich habe echt unfassbares Problem im Namen merken von Figuren. Gerade wenn die nur so einmal über den Bildschirm laufen. Das geht so nicht. Das ist echt ein Problem von mir. Nun ja, der auf jeden Fall, der so ein bisschen so der Verhörmeister von denen gewesen ist. Also der hat mit ein paar der besten Gags in dem Film, also auch die besten Szenen ein Stück weit, mit denen er teilnimmt. Aber so dieser ganze Handlungsbogen mit diesen Charakteren, die hätte man rausnehmen können und die Handlung hätte sich nicht mehr geändert. Das ist so ein bisschen meine Hauptkritik. Es gibt zwischendurch ein paar Logikfehler oder Logiklöcher auch, wo ich ganz ehrlich sagen muss, also gerade mal so diese ganzen physikalischen Dinge, ne? Also warum dieses Gebäude man einfach so hinter sich herziehen kann, fand ich mega unlogisch. Warum die mit dem kleinen geschrumpften Autos, mit denen sie zum Teil rumgefahren sind, genauso schnell waren wie ein normales Auto. Die hätten also im Grunde genommen die zehnfache, wenn nicht hundertfache Geschwindigkeit haben müssen, um in der gleichen Geschwindigkeit mit einem normal großen PKW oder SUV mithalten zu können. Das waren so Elemente, wo ich dann zwischendurch auch gesessen habe, okay, es ist ein Science-Fiction-Film, es ist eine Komödie. Ich nehme es jetzt nicht so ernst, aber das sind schon so Dinge, die einen dann, wenn man ein bisschen aufpasst, schon auch stören. Vielleicht war es auch so eine Überzeichnung, weil die Nummer mit dem Panzer im ersten Teil ja auch schon so oft kritisiert worden ist. Vielleicht hat man da auch gesagt, okay, wir übertreiben es da nochmal ein bisschen mehr und ärgern die Zuschauenden da, wo ich dann gesagt habe, ja, aber wenn es dann irgendwie, wenn man sich dann die ganze Zeit fragt, wie kann das jetzt gehen und wie könnte jetzt ein ganzes Gebäude irgendwie da hinstellen, ohne dass es jemandem auffällt, dass es da eben noch nicht gewesen ist und jetzt fehlt. So, also das war von vornherein alles ein bisschen sehr, an den Ameisenbeinen herangezogen. So möchte ich das mal sagen. Ändert nichts daran, und jetzt komme ich zu den positiven Punkten, dass der Film mich auf mehrere Arten unfassbar gefreut hat, und das sind seine weiblichen Charaktere. Ich trinke mal eben kurz einen Schluck und dann rede ich weiter. Und zwar allen voran natürlich Hope Van Dyne, die jetzt hier tatsächlich endlich den Wasp-Anzug bekommt. Eine Sache, die viele, und ich glaube, ich stand da auch geschlossen mit den Leuten in einer Reihe, wo viele gesagt haben im ersten Teil zur Hölle, sie hätte den Ant-Man-Anzug bekommen müssen im ersten Teil. Sie ist besser trainiert, kann besser kämpfen, weiß ich nicht, gegebenenfalls hat sie technisch einfach auch mehr drauf, ist selber ja auch Wissenschaftlerin und so weiter und so fort. Die brauchen Scott Lang halt einfach nicht. Und das wird am Ende ja so ein bisschen damit erklärt, dass Hank Pym seine eigene Tochter nicht gefährden wollte. Und das, das löst man hier tatsächlich endlich damit, dass sie jetzt auch diesen Wasp-Anzug hat und endlich zeigen kann, was sie kann. Und das ist diese eine Kampfszene in dieser Küche gegen die Gangster-Untergebenen, die fand ich episch. Das hat mich auch wirklich an dieses Test-Footage erinnert, damals, als Edgar Wright den Film noch hätte machen sollen, wo dann Ant-Man durch diesen Gang hüpft und sich immer wieder klein und groß schrumpft und die Gangster dann boxt. Teile davon hat man dann später im fertigen ersten Teil dann auch zu sehen bekommen. Aber so diese Dynamik fehlte. Und das hat man jetzt hier in dieser Wasp-Kampfszene tatsächlich bekommen. Ant-Man, also Scott Lang, spielt auch tatsächlich, zumindest kam es mir oft so vor, wenn die Action gelaufen ist, eine untergeordnete Rolle. Also wenn es wirklich ums Prügeln ging, wenn es darum ging, die coole, krasse Mega-Action abzuziehen, dann war es Wasps Moment. Und das hat mich wirklich unfassbar gefreut. Und eine zweite zentrale weibliche Figur war Ghost, die irgendwann anfängt, ihre Hintergrundgeschichte zu erzählen. Ghost ist die Super-Schurkinnen Antagonistin in diesem Film. Also sie hat eben einen Quantenunfall gehabt, ist Quanten verschoben und kann damit durch Wände gehen, kann Leute relativ schnell ausnocken, also kann sich auch so ein bisschen phasen und sowas. Und die erzählt dann eben ihre Hintergrundgeschichte. Und ab dem Moment willst du einfach viel mehr über diese Figur erfahren als über alles andere. Also ein ganzer Film von Ghost
wird mich total abholen. Da hätte ich richtig hart Bock drauf. Und das ist so ein Aspekt, wo ich denke, also da hat der Film zumindest mit dieser Figur eine Schurkin eingeführt, die mal nicht so komplett egal ist, wie die vor allem die männlichen Schurken in den letzten MCU-Filmen. Und da wird der Film auch so ein bisschen der Tatsache gerecht, dass es ja alles ein bisschen kleinerer Maßstab ist. Es ist auch Street-Level. Also nochmal eine ganz andere Größenordnung, als es das ist eben, weiß ich nicht, bei Iron Man, wo es dann irgendwann nur noch mit riesigen Roboterschlachten gegeneinander geht und alles irgendwie explodiert. Da ist Ant-Man wesentlich kleiner. Captain America, weiß ich nicht, wo sie dann irgendwelche riesigen Raumschiffe, hätte ich was, Luftschiffe auf die Erde knallen lassen und alles explodiert. Und auch da ist Ant-Man um Ecken kleiner. Also Ant-Man ist ja maßstabsgetreu, kann man, glaube ich, so als Fazit sagen, was so diesen Scale angeht, den dieser Film einfach hat. Und das passiert hier im zweiten auch. Es gibt eine unfassbar coole Verfolgungsjagd am Ende, wo also alle Figuren auch nochmal so ein bisschen brillieren können, wo es einfach auch extrem eskaliert. Wir kriegen Giant Man zu sehen, was mich sehr gefreut hat. Also es sind alles so Dinge, also alle Figuren, die in diesem Film auftauchen, haben noch einen Wert. Es gibt andere Figuren aus dem Marvel-Universum, Comic-Universum, Goliath oder Goliath, der ja, ähnliche Kräfte hatte wie Ant-Man oder Giant Man in dem Sinne, ist hier eine Nebenfigur, die auch dann mehr so auf der Gegenseite spielt, gespielt von Lawrence Fishburne. Ich glaube, Bill Foster oder sowas heißt der, glaube ich. Ich habe das nicht nochmal nachgeguckt, ob das auch die private Geheimidentität von Goliath tatsächlich ist, aber auch dieser Name Goliath fällt dann tatsächlich irgendwann. Und das ist eben die Rolle, die Lawrence Fishburne hier spielt. Und ich finde es halt witzig, es gibt diese eine Szene, also die haben auch Lawrence Fishburne dann ähnlich wie Michael Douglas als Hank Pym dann irgendwann jung gemacht und er sieht tatsächlich sehr nah an seinem eigentlichen Jungen aus. Der ist ja, glaube ich, wie hieß denn der Film hier, Redux, ich habe den im Regal stehen, also normalerweise habe ich ihn im Regal stehen, meine DVDs sind noch im Apocalypse Now, genau. Da ist ja Lawrence Fishburne als 12-Jähriger, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber als sehr junger Mensch, einer seiner ersten größeren Filme. Und er sieht ihn tatsächlich ein bisschen ähnlich, also wahrscheinlich vom Alter her irgendwo dazwischen, zwischen Apocalypse Now und jetzt eben. Aber das haben sie ganz gut hingekriegt, hat mich doch schon sehr daran erinnert. Genau. Ich hoffe, es war Apocalypse Now und nicht Full Metal Jacket. Ne, Full Metal Jacket war das nicht, das war Apocalypse Now, wo der junge Lawrence Fishburne rumhüpft, genau. Ja, das war ein Moment, was mich wirklich gut abgeholt hat. Auch das im Gegensatz zu den meisten anderen Marvel-Villains Ghost am Ende nicht getötet wird, sondern zumindest fürs Erste geheilt wird von Janet Van Dyne, die sie dann ja wieder zurückholen aus diesem Microverse, ist ein schöner Aspekt. Das heißt, sie überlebt das Ganze und steht jetzt für den nächsten dritten Teil wegen meiner zur Verfügung und man kann sie wieder benutzen als Charakter in einem neuen Film. Das freut mich auch, also dass man nicht sagt, so, wir haben hier eine interessante Figur, wir töten sie sofort, wie es bisher mit den Villains im MCU und auch im DC-Film immer gerne gemacht wird, nach dem Motto, ein Film, ein Schurke, wir kommen sowieso nicht wieder zurück in dieses Universum, weswegen ja auch, ich glaube, The Dark Knight gleich irgendwie zwei Schurken hat, um auch möglichst irgendwie die coolen Villains alle noch irgendwie abhandeln zu können. Oder auch die Spider-Man, der letzte Amazing Spider-Man, also so viele Schurken eingeführt hat, wie noch irgendwie möglich, so um Torschlusspanik so ein bisschen zu haben. Ja, keine Ahnung. Und das sind auch so Dinge, und das ist hier so ein Ding, das wird eben auch ausgehebelt, indem man sagt, wir lassen sie überleben, sie kommt eventuell nochmal wieder, sie ist im Hintergrund. Auch eine sehr, sehr positive Sache, dass man eben jetzt mit dieser Schurkin nicht komplett abschließt. Ja, was kann ich noch sagen? Von den Effekten hat es mir sehr gut gefallen, der Humor war wirklich gut, also ist auch in der Synchro ganz gut rübergekommen, haben ein paar Mal wirklich sehr gelacht. Man hat schon gemerkt, dass man sich an so den wirklich wichtigen und witzigen Sachen vom ersten Teil noch ein zweites Mal abgearbeitet hat. Also dieser Thomas the Tank Engine Gag kommt ein zweites Mal, aber mit einem Hello Kitty Pete Spender. Also da hat man den Gag also einfach nochmal wiederholt. Ja, kann man jetzt so sehen, auch so dieses, dass Louis sich dann an eine alte Situation zurückerinnert hat und das so vor sich hinrattert, ist im Grunde genommen auch wieder drin, aber ein bisschen unstrukturierter, weil er eben dieses Wahrheitsserum injiziert bekommt und dementsprechend ein bisschen verwirrter ist als sonst, noch verwirrter als sonst. Genau. Es gibt eine ganze Menge Anspielungen darauf, dass Cassie Lang irgendwann auch Superheldenkräfte bekommt. Also in den Comics ist hier, glaube ich, Statue, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das ist ja bei den Young Avengers dabei. Hat also ähnliche Kräfte wie Giant Man und auch darauf wird immer wieder angespielt. Es ist schön, dass aus Scott
und der Tochter, seiner Ex-Frau und dem neuen Kumpel, dem neuen Macker, hätte ich jetzt fast gesagt, von seiner Ex-Frau, dass aus dieser Truppe eben tatsächlich eine Familie geworden ist und dass Scott zu dieser Familie auch dazugehört. Und dass es jetzt nicht irgendwie heißt, oh, er ist aber jetzt der große Held und er hat seine Frau zurückgewonnen, was ja ganz oft sonst auch in Superhelden und Actionfilmen der Fall ist und nach dem Motto, oh, ich bin hier der krasse Super-Action-Held und meine Frau hat einen anderen und ich mache jetzt hier die super krasse Helden-Action, rette unser gemeinsames Kind und kriege dann meine Frau zurück. Das ist ja nicht so und auch das ist positiv zu sehen. Und diese fünf der vier Leute werden eben trotz alledem eine Familie, die zusammenhält. Auch wenn Scott da immer so ein bisschen das dritte Rad am Wagen ist. Warum sagt man eigentlich das dritte Rad am Wagen? Müsste doch eigentlich das fünfte Rad am Wagen sein, ne? Oder ist es das sogar? Ich weiß es nicht. Nun ja, positive Bilanz. Ich habe dem Film noch ein bisschen nachdenken und ich hab das ja ganz häufig, dass ich einen Kinofilm sehe, im Kino sitze und total begeistert bin. Dann sitze ich in der Bahn, denke über den Film nach und finde es dann immer schlechter. Hier war es tatsächlich so, dass ich in der Bahn gesessen habe nach Hause und den Film von Sekunde zu Sekunde besser fand. Also ganz viele Sachen, die mich noch so ein bisschen gestört haben, wo ich gesagt hätte, ich ziehe da nochmal einen halben Punkt ab oder hier nochmal einen halben Punkt. Die haben mich dann plötzlich gar nicht mehr so gestört. Also auch diese erste halbe Stunde mit diesem MacGuffin-Rennen, was sich dann am Ende auch nochmal wiederholt, weil auch dieses Labor muss immer wieder gefunden werden, blablabla. Das hat mich dann gar nicht mehr so gestört, weil es im Gesamtbild einfach ein sehr, sehr lustiger, sehr schöner, auch kindgerechter Film ist, wo die Frauenrollen wirklich gut und stark funktionieren, tragisch sind zum Teil, mit denen man auch mitfühlen kann, mit denen man auch nachvollziehen kann, also Ghost als Schurken ist hier komplett nah, man kann ihre Wut und ihren Hass auf die Leute tatsächlich nachempfinden und das funktioniert sehr gut, also der Film funktioniert verdammt gut und ich bin jetzt gar nicht böse darum, dass ich Infinity War verpasst habe und auch hier nochmal Spoilerwarnung für die Post-Credit-Szenen, weil ich habe mich halt auch die ganze Zeit gefragt, wie passt der in dieses Infinity War-Setting? Also da sterben ja am Ende die Hälfte aller Menschen und in der Post-Credit-Szene verschwinden dann halt einfach mal auch, ich glaube, Hope, Janet und auch Hank, die verschwinden dann während Ant-Man im Microverse mehr oder weniger gefangen worden ist und da nicht mehr rauskommt, was dann wohl erklärt, ich habe wie gesagt, ich weiß nicht, ob er in Infinity War überhaupt auftaucht oder erwähnt wird, aber was eventuell dann auch ein Plotpunkt wird im nächsten, ich glaube, da heißt Avengers Forever, in Anlehnung, war das eine Kurt Busiek-Geschichte, diese zwölfteilige Avengers Forever-Geschichte? Ich glaube, das war Busiek. Könnt mich bitte korrigieren, wenn es das nicht ist. Fand ich gar nicht so gut. Andere feiern das. Auf jeden Fall heißt der nächste Avengers-Film wohl so. Und vermutlich ist dann eben ein Plotpunkt dieses Filmes, wie holen wir Scott Lang aus diesem Microverse raus, weil das eben auch so einer dieser letzten Momente ist. Und ich bin gespannt, wie das MCU damit umgeht demnächst. Ich glaube, der nächste Film, der ansteht, ist das nicht schon Avengers? Ich weiß gar nicht, kommt noch ein anderer dieses Jahr? Ich bin mir unsicher. Also ist auf jeden Fall nächstes Jahr schon wieder Avengers, das heißt, allzu lange warten müssen wir nicht. Vielleicht habe ich bis dahin auch Infinity War gesehen, sollte ich vielleicht mal. Aber tatsächlich bin ich jetzt immer noch nicht so sehr dahinter, den zu sehen, weil auch Ant-Man mich jetzt an den Punkt, es funktioniert halt wie ein Comic. Also ich habe jetzt eben eine alternative Zeitlinie gesehen, also während die Avengers in Wakanda gegen Thanos gekämpft haben und andere Sachen erlebt haben, hat Ant-Man eben in San Francisco seine Geschichte gemacht. Und beide Filme sind am gleichen Punkt geendet. So, das ist also, wie als hätte ich jetzt eben die Parallelgeschichte zu Infinity War gesehen. Und ich bin also auch relativ zufrieden damit. Also wenn die das weiter so machen, Geschichten zu erzählen, die zeitgleich ablaufen, dann bin ich damit sehr zufrieden auf jeden Fall. Ja, den nächsten Superheldenfilm, den ich mir auf jeden Fall angucken möchte, ist Spider-Man Into the Spider-Verse. Da lief jetzt auch vor diesem Film nochmal der Trailer. Hat mich also dieses Mal auch wieder sehr abgeholt. Ist für mich eigentlich Pflicht. Und ich freue mich tatsächlich nächstes Jahr auf Shazam. Hätte ich auch nicht gedacht. Da habe ich den Trailer gesehen, fand ich auch großartig, sehr witzig. Auch tatsächlich so, wie man das angehen sollte. Sehr nah an Geoff Johns Comic-Bearbeitung innerhalb der New 52. Die war aber gar nicht schlecht. Also Geoff Johns und Gary Franks Shazam Geschichten, die waren gar nicht übel. Also klar, dark and gritty, so wie es in New 52 halt eben war. Aber den Comedy-Aspekt, den sie in den Film mit reinbringen, den nehme ich mit auf jeden Fall. Ja, das war so ein bisschen heute meine Comic-Sendung. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen, auch wenn es eine Spoiler-Sendung war. Aber das waren so meine
0,02 Euro zum Thema Ant-Man and the Wasp. Ja, auf Wieder-Nerd. Sendung mit dem Nerd.